Ob auf Balkonien oder im eigenen Garten, Blumen sind in Schwechat immer ein Thema. Die Grünen mit Stadträtin Brigitte Krenn luden zum Pflanzenaustauschtag auf den Hauptplatz. Was wird denn heute so alles angeboten? Eigentlich viele Gemüsepflanzen, Paradeiser, Paprika, Chili, Pfefferoni, das ist so, Erdbeeren haben wir jetzt bekommen, dann viele mehrjährige Stauden natürlich vom Garten. Ein paar Zimmerpflanzen haben wir auch bekommen. Getauscht haben wir eigentlich nichts, weil wir haben nichts zum Tauschen, aber wir pflanzen so Blumen, Früchte oder anderen. Ihr Sohn hat da extreme Wünsche geäußert, ist alles erfüllt worden? Ja. Hast du denn für Blumen ausgesucht? Maiglöckerl und Erdbeeren und Sonnenblumen. Wo werden die jetzt überall hinkommen? Die kommen jetzt einmal am Balkon und kommen dann ins Freiland raus, in den Garten. Ich finde eigentlich die Form des Tauschens auch eine sehr gute, weil es muss nicht immer alles am Geld orientiert sein. Man kann gegenseitig sich was schenken, was geben, was nehmen auch. Das muss man natürlich auch annehmen können. Wie grün ist denn Schwechat? Ich würde sagen unterschiedlich. Ja. Also wir haben in Schwechat viele Kleingärten. Da ist auch eine sehr intensive Kultur da. Leider passiert es immer häufiger, dass die Leute sagen, mir ist das zu viel Arbeit, das viele Laub von den Bäumen. Aber ich glaube, dass das sehr wichtige Grünzellen in einem städtischen Umfeld auch sind, die das Klima verändern, die Erholung bieten und so weiter und so fort. Ja. Was sagen Sie zu so einer Aktion da am Hauptplatz? Super. Total gut, ja. Hängt ja auch ein bisschen Samen her, Biosamen, habe ich das richtig gesehen? Das sind Sonnenblumensamen, die wir von den Grünen im Zuge des EU-Wahlkampfes bekommen haben. Ja, das ist eigentlich das Einzige. Es geht jetzt den ganzen Vormittag bis zum Mittag, der Pflanzentauschtag. Also ich bin schon gespannt, was noch kommt an Pflanzen. Es waren ein paar so Stammgäste, waren noch nicht da, wo ich weiß, die kommen jedes Jahr, bringen interessante Dinge mit und ja. Ich habe auch schon einiges mit nach Hause genommen und es vermehrt sich auch bei mir im Garten.